Hallo und willkommen zurück zum nächsten Tutorial der Excel Tipps und Tricks Serie, wo ich euch mal ein Beispiel für die ASCII Characters geben möchte, beziehungsweise lassen Sie erstmal über das Ziel sprechen. Also das Ziel ist, wir möchten hier das Alphabet in Großbuchstaben einfach als Liste haben und hier in Kleinbuchstaben. Ja. Und vielleicht kennt ihr diese Intelligence-Funktion, nenne ich es einfach, also in Excel selber, wenn wir als Beispiel hier mal Januar schreiben würden. Januar. Und ich das jetzt hier auswählen würde und dann hier nach unten ziehen würde, würde er mir automatisch die Monate geben. Ja? Also wenn ihr das März. Das heißt, er erkennt diese Liste automatisch, weil die in Excel auch, also in den Optionen voreingestellt ist. Dasselbe gilt für die Jahreszahlen. Da müssen wir allerdings mehr eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben, ich gehe mal hier hoch, so, jetzt hier eine 2010 eingebe zum Beispiel. Ja? Wenn ich die nach unten ziehen würde, bekomme ich immer nur 2010. Ja? Seht ihr hier. Zurück. Wenn ich allerdings eine zweite Jahreszahl noch eingebe, zum Beispiel 2011, und den Bereich markiere und jetzt nach unten ziehe, dann ist Excel so schlau und erkennt entsprechend, wie ihr seht, 13, 14, 15, zeige ich es mir schon an, dass ich immer um 1 weitergehen möchte und kann mir so dann entsprechend eben ja, die Jahre zusammenstellen, so wie ich es möchte. Wenn ihr jetzt hier übrigens eine Timeline haben möchtet, die von 1900 bis, ich weiß nicht, 2300 gehen soll, dann macht das natürlich so keinen Sinn, und das runterzuziehen, das würde viel zu lange dauern eigentlich. Da gibt es auch eine einfache Möglichkeit, die kann ich euch auch mal zeigen in einem anderen Video, falls ihr daran Interesse habt. Aber mal zurück zu unserer Liste. Also, wir möchten ja hier das Alphabet erstellen, hatte ich ja schon gesagt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel A eingeben würde, A, so, und will das jetzt nach unten ziehen, bekomme ich so natürlich gar nichts. So, ziehe das jetzt hier nach unten, bekomme ich immer nur den Buchstaben A. Ja? Bringt mir nichts. Okay, versuche ich es mal so wie mit den Jahreszahlen. Tippe hier einfach mal B ein. Ja? Markiere jetzt den Bereich und versuche das jetzt mal nach unten zu ziehen. Und ich sehe, oh, A, B im Wechsel. A, B, A, B, A, B. Seht ihr hier. Ja? Bringt mir immer noch nichts. Okay, sage ich, vielleicht braucht er ja noch mehr. Tipp einfach mal C ein, D ein, E ein. Also jetzt sind es 5 Stück, ja, jetzt muss es ja irgendwann mal reichen. So, wenn ich das jetzt nach unten ziehe, ja, wieder mal den Bereich auswählen, so, und hier nach unten ziehe, dann bekomme ich, wie ihr seht, immer die ABCDE, ABCDE. Also das erkennt es eben nicht, ja, das Alphabet. Das heißt, was tun? Und was wir tun können, ist, wir können eben diese ASCII Ziffern bzw. Zeichen verwenden. Das heißt, dass jeder, ich sag mal, Buchstabe oder auch jede Ziffer oder Sonderzeichen hat eine Zahl, ist einer Zahl zugewiesen in diesem ASCII. Und wenn wir mal runterscrollen, dann sehen wir hier zum Beispiel, die 33 ist das Ausrufezeichen. Ja? Das heißt, wenn ich hier entsprechend ist gleich Zeichen, also die Funktion Zeichen verwenden würde, und jetzt kann ich mit diesem ASCII Wörterbuch, sage ich mal, arbeiten und könnte jetzt eine 33 reinschreiben und das schließen, dann bekomme ich das Ausrufezeichen. Ja? Also genauso wie eben 33 ist dieses Ausrufezeichen. Ja, wenn ich meine Hash haben möchte oder meine Raute, heißt es ja im Deutschen, dann kann ich hier entsprechend 35 verwenden und ich bekomme die Raute. So, wie hilft uns das jetzt? Also, wenn wir hier mal weiter runter scrollen, ich habe hier nämlich alles aufgelistet, dann sehen wir hier, dass bei der 65 die Großbuchstaben losgehen, also das Alphabet von A bis Z, hier bis zu 90. Und bei den Kleinbuchstaben, wenn wir weiter runter scrollen, ist die 97, hier geht's los, bis hin zur 122, hier, kleines Z, okay? So, das heißt, okay, wir brauchen für die Großbuchstaben, ich muss nochmal nachschauen, 65 war's, okay, ja, das Gehirn ist vergesslich. So, also, ist gleich Zeichen wieder, und jetzt schreibe ich mal 65 als Zahl rein, und ich bekomme das A. Top. So, jetzt kann ich es runterziehen. Ja? Problem, ja, jetzt bekomme ich wieder nur das A. Warum? Ja, weil ich habe ja die 65 hier fixiert als Wert eingegeben. Ich bräuchte ja entsprechend für die B dann jetzt hier im zweiten die 66, die 67 und so weiter. Das heißt, ja, wie machen wir das jetzt? Ganz einfach. Also nicht über eine Vorschleife oder ähnliches. Oder über eine While-Schleife oder keine Ahnung. Also wir machen das jetzt nicht in VBA. Sondern wir machen das einfach mit einer Excel-Funktion. Und zwar mit der Funktion Zeile. Ja, wir befinden uns ja hier zum Beispiel in der dritten Zeile, hier in der vierten Zeile und so weiter. Das heißt, wenn wir hier einfach nur die Funktion Zeile eingeben, ist gleich Zeile, und wir
müssen hier überhaupt keine Parameter begeben, wir können einfach die Kammer schließen und bekommen hier sofort die 3. Ja? Und wenn wir das entsprechend runterziehen, ich mache mal so, dann bekommen wir Zeile 4, Zeile 5, Zeile 6 und so weiter. Ja? Und genau das können wir nutzen, weil hier brauchen wir ja das Zeichen 65. Das heißt, wenn wir hier entsprechend die Zeile, in der wir uns schon befinden, abziehen, dann sind wir bei 62. Das heißt, wir nehmen das Zeichen 62 und addieren dann die Zeile eben entsprechend wieder dazu. Dann sind wir bei 65. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt vielleicht nicht so gut formuliert. Also, ich verwende mal das Zeichen 62. So. Das ist eben nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen ja 65. Und gehe jetzt hier rein und schreibe einfach plus, nicht mal, sorry, plus. Und jetzt schreibe ich Zeile und eben entsprechend kein Parameter, sondern die Zeile, in der wir uns befinden. Und muss natürlich hier die Zeichenfunktion noch schließen, so, und haben jetzt hier den Buchstaben A. Und wenn wir das jetzt, diese Funktion runterziehen, bis hierhin, dann bekommen wir die Werte von A bis Z. So, und haben unsere Liste. Und dasselbe gilt für diese Funktion hier. Und da wir hier keinen irgendwelchen Zeilenbezug haben, kann ich das auch direkt kopieren, Steuerung C, Steuerung V, und muss jetzt eigentlich bloß hier eben diese 62 anpassen. Das heißt nochmal, ich glaube es war 97, bin mir nicht mehr ganz sicher, deshalb nochmal nachschauen. Ja, 97 war es. Zeile 3, also fangen wir bei 94 entsprechend an. Können dann hier entsprechend einfach eine 94 reinschreiben. 94 plus unsere dritte Zeile, in der wir uns befinden, sind wir bei 97. Drücken Enter, haben das kleine a und auch das, wenn wir das runterkopieren, Doppelklick, dann geht das ewig weiter natürlich, weil er eben nicht da aufhört, wo ich meinen Bereich markiert habe. Das heißt, es ist hier wahrscheinlich besser, es einfach darunter zu ziehen. Und haben dann hier eben unsere Kleinbuchstaben von A bis Z ausgefüllt. Das Video hat jetzt zwar etwas gedauert, aber ich bin mir absolut sicher, dass wenn ihr die Funktion anwendet, dass ihr dann schneller seid, als die Buchstaben hier einzeln einzutippen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt das gelernt, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, wie gesagt, ist immer willkommen. Falls ich was besser machen soll oder anders machen soll, dann schreibt das auch bitte in die Kommentare, weil das hilft mir natürlich auch weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.